In diesem Video. Fährt ein Bus an uns vorbei? Ist ein Boot über mir? Wird es luxuriös? Und steht ein Fernseher rum? Schönen guten Morgen, hier ist Kai von Travel Camping Living, schon wieder am Steuer. Unterschied zu sonst, ich sitze hier alleine, denn der Rest pennt noch. Es ist 8:45 und wir müssen den Konvoi um 9 Uhr kriegen. Abfahrt. Nothing out there could ever stop me. From chasing after the way you la 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 love me. Konvoi ist gerade angekommen aus der Gegenrichtung. Jetzt geht's dann hier gleich weiter. Ich habe noch die Zeit genutzt und wieder mal Staub gewischt hier vorne. Geht los. Wir haben jetzt hier eine halbe Stunde gewartet. Also 9 Uhr war es nicht wirklich. Es ist jetzt 9.36 Uhr, aber ist ja egal. Wir konnten jetzt noch den Truck überholen. Das sagte die Dame vom hinteren Begleitfahrzeug noch, dass wir vorbei dürfen. Und jo, jetzt gehen wir es an. Falls ihr euch wundert, warum der Konvoi-Sammelplatz noch so weit weg vom Tunnel ist, dann es geht jetzt erstmal noch ein bisschen gerade und dann erst später hoch zum Passtunnel. Das machen sie, weil sie im Winter hier nicht am Berg anfahren wollen mit der ganzen Kolonne. Das gäbe sicherlich immer wieder Probleme. Also haben sie es in die Ebene versetzt und deswegen ein Stück weg vom Tunnel. Und wer mit dem Fahrrad oder so entlang kommt oder als Fußgänger, der soll vorher eine Hotline anrufen oder sich hier mit den Begleitfahrzeugen absprechen. Baby, you make me feel so la 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 lovely. I keep on running, no, I shouldn't want it, I keep on falling right until you're done. I can't get you off my mind. So sweet, yeah, I need it from you. Got my hands all on you. Sweet, everything I wanted. Sugar like yes, please, love is like candy. Brücke. Und jetzt ist Frühstück. Zeit für was zu essen. Da sitze ich wieder. Meine zwei Pappnasen sind auch wach. Weiter. Weiter geht's. Wir schauen mal, dass wir zum Hurtigrutenmuseum kommen. Schublade. Da war die Schublade noch offen. Das ist selten gut. Fahren wir mal hier rechts. Dann ist hier das Museum und es hat ein paar Parkplätze. Suchen wir uns einen aus. Wie ihr seht, Zottel gut in die Parklücke gedrückt. Das ist halt dann doch der Vorteil, wenn man ein schmaler Kastenwagen ist. Ne? Ein TI hätte das nicht mehr gepackt. Aber darum geht es hier nicht. Wir gehen Museum. Mal gucken. Eingang, Eintritt. Los geht's. Auf Anhieb gefunden. Da geht's rein. Hunde müssen draußen bleiben. Ich darf rein. Die zwei Bären bewachen Zottel. Und dann rennen wir schon gegen die Tür. Sind wir drin, wollte ich eigentlich sagen. Wichtig natürlich der Mitbringsel-Shop, der Gift-Shop, Merchandising, Klamotten und so andere Sachen, Bücher. Hier gibt es natürlich Führungen, die spare ich mir nämlich heute allerdings, denn Führung und Filmen ist einfach immer ein bisschen schwierig. Deswegen ohne, wir schleichen mal so durch und gucken, was uns so vor die Füße fällt. Eins kann ich schon mal festhalten, sehr freundlich hier, habe gerade eine kurze Übersicht gekriegt, wo ich lang muss, was ich angucken muss. Der Maschinenraum ist eigentlich nur zu besichtigen, wenn man die Tour bucht, aber wir kriegen wahrscheinlich eine Möglichkeit, da auch so reinzukommen, weil ich würde die Tour buchen, darum geht es nicht, aber mit der Tour, dann redet alles durcheinander, der Guide redet, dann ist das einfach schwierig zu filmen. Aber genug der Worte, wir starten mal außenrum ums Schiff und gehen danach rein. Hier gibt es außenrum das ein oder andere zu lesen und auch schon mal den Eindruck vom Schiff, das hier in der Halle steht. Ist gewaltig, wenn man davor steht. Und man kann auch direkt drunter stehen. Was ein wenig ein komisches Gefühl ist, ehrlich gesagt. Das steht hier auf
bisschen Beton und Stahl. Natürlich auch bei Hurtigruten das Thema Krieg, eine große Sache. 17 Schiffe sanken oder gingen verloren im Zweiten Weltkrieg. 680 Menschen starben dabei. Aber der Betrieb wurde, so gut es ging, aufrechterhalten. Es gibt hier unheimlich viel zu lesen und auch bebildert zu sehen. Alles auf Norwegisch und Englisch. Die Touren gibt es auch auf Deutsch. Schiffe wurden von Deutschen abgeschossen, von Russen. Selbst die Norweger haben aus Versehen ein eigenes Boot versenkt. Der Finger am Torpedo saß lose, habe ich so den Eindruck. Und es wurde auf alles geschossen, was irgendwie auf dem Meer schwamm. Der Wahnsinn. Wartime Losses. Das sind die Boote, die torpediert wurden und gesunken sind. Das war schon der absolute Wahnsinn und wir schauen mal weiter. Tja, so cool. Aktives Museum. Hier kann man das Schiff öffnen und gucken, was sich dahinter befindet. Maschinenraum ist natürlich evident wichtig. Ja, Siemens produzierte sowas heute auch noch. Sowas Schönes. Glaub nicht, oder? Altes Funkequipment, vermute ich mal. So faszinierend die Boote in echt sind. So faszinierend sind sie auch im Modellbau, finde ich. Hier stehen ein paar rum. Sehr cool. Und seht ihr eigentlich, wie leer es hier ist? Ich bin hier weit und breit der Einzige, der durch die Gegend schleicht. Das ist verrückt. Hier kann man auch irgendwie Fesselspiele machen, Seil werfen oder sowas in der Art. Das war der erste Versuch überhaupt. Ich dachte eigentlich, ich muss es hinfaken, aber ich habe getroffen. In meinem nächsten Leben werde ich Captain zur See. Ich habe gute Gene. Tja Leute, schon mal unter einem Schiff gesessen? Glaubt ihr nicht? Moment. Viel mehr kann man nicht unter einem Schiff sitzen, glaube ich. Okay, ich knie. Komisches Gefühl. Alter, und dann, das wird's richtig geil. Also, habe ich jetzt auch aus der Nähe noch nicht gesehen. Alter Verwalter, Schiffsschraub und Heckruder. Gewaltig. Echt gewaltig. Die Finnmarken. Praktisch Nummer 2. Denn Nummer 1 hat den Krieg zwar überlebt, aber ging dann für ein paar Jahrzehnte, kann man sagen, verloren. Am Propeller hier, das Gerät wurde in Deutschland gebaut, also das ganze Boot. Der Propeller ist schon eine Innovation, denn damals kamen zum ersten Mal Propeller im Einsatz, die man hier oben noch drehen konnte, zum leichteren Manövrieren in den engen Häfen, in den engen Fjorden, dass man also besser ums Eck kommt. Gebaut wurde dieses Schiff 1956 und das war auch eine Zeit, in der sehr viele Schiffe gebaut wurden nach dem Krieg. Im Krieg ging viel verloren. Deswegen brauchte es Ersatz. Damals wahrscheinlich auch noch nicht wegen Tourismus, sondern um einfach den Norden verpflegen zu können und beliefern zu können. Tourismus kam dann erst später wieder intensiv auf. Und jetzt schauen wir uns die Finnmarken 1 an. Die gibt es hier auch, zwar nicht mehr in einem Stück, denn das Boot wurde nach dem Krieg nach Holland gegeben, verkauft, dort zur Verschrottung geparkt. Und der Verschrotter hat sich gedacht, ich verschrotte das Schiff, aber behalte die erste Klasse bei mir. Die stand dann 40 Jahre irgendwo in Holland rum und fand dann irgendwann in den 90er Jahren wieder den Weg hier ins Hurtigruten Museum. Und da gucken wir es uns jetzt an. So sah das hier 1937 aus in den Häfen. Ein ordentliches Gewusel, wie heute, nur in Schwarz-Weiß. Das erste Schiff, die DS Westeralen, ging am 2. Juli 1893 auf Jungfernfahrt. Und jetzt, wie schon gesagt, Treppe hoch in den witzigerweise Rauchersalon und den Damensalon. Also eigentlich bin ich ja in beidem nicht richtig aufgehoben, aber ich denke, wir machen heute mal eine Ausnahme. Und dann geht's schon los. Stahltreppe wird zur Holztreppe. Und dann geht's links oder rechts. Servus, bin auch dabei. Wir wenden uns mal rechts um. Und dann haben wir hier die alten Holztüren und Vertäfelungen. Spiegel, Gott. Zurückversetzt in eine andere Zeit. Da sind wir also. First Class Lounge für die Herren und Raucher.
Gab es überhaupt eine Nichtraucher-Lounge damals? Die haben doch alle geraucht, oder ist das nur so dahingesagt? Hier stehen auch noch die passenden Utensilien rum. Und wenn ihr mal auf die Geräuschkulisse achtet, das hört sich an, als wäre der ganze Saloon voll und hier noch alle am Rauchen und Trinken. Toll gemacht, auch all die Verzierungen hier, alles alte Wikinger-Zeichen und Symbole. Das Wichtigste hier, wer erkennt's, da wird gerade einer in der Schlacht umgebracht. Einer der wichtigsten Könige Norwegens. Ich habe gerade den Namen nicht parat. Auch die typisch wikingischen Longboats trifft man hier an. Sehr schön gemacht und restauriert. Und wenn wir weitergehen, kommen wir zu den Mädels. Ist gerade zum Glück keiner da, wir können also reingehen. Es schwankt auch ein bisschen, wir sind ja hier auf dem Boot, ne? Damals waren die noch nicht so ausbalanciert wie heute. Und ich vermute jetzt einfach mal, es ging hier damals ein wenig vielleicht zivilisierter zugange als bei den Herren. Ich weiß es nicht. Es gab aber immerhin ein Piano, an dem jemand spielen könnte. Also bei den zivilisierten Damen sind wir durch und gucken jetzt uns mal die Kabinen an. Wie wurde damals in der ersten Klasse genächtigt und gelebt? Also dann laufen wir mal die Treppen hoch, die dahin führen, wo gewohnt wurde. Auch hier wieder alles edel in Holz und Teppich. Und vom Treppenhaus kommend sah das dann so aus. Ja. Das sieht für heutige Verhältnisse nicht nach Luxus aus, aber damals war das bester Standard. Eigenes Waschbecken, fließend Wasser, Fenster mit Vorhang, Waschbecken konnte abgedeckt werden, entsteht ein Tisch. Das ist fast wie Camping, ne? Multifunktional die Sachen. Aber viel Platz gab es echt nicht. Natürlich gibt es nicht nur ein oder zwei Kabinen, sondern mehrere. Und der Boden knarzt noch leicht wie früher. Ihr fragt euch, wo geduscht wurde? Da. Großer Duschbereich. Heiß und Kaltwasser. Guckloch. Alles, was man braucht. Selbst ein Spiegel ist dabei. Und ein Handtuchhalter. Aber noch viel wichtiger, Heizung. Und das Klo? Klo gab's auch. Direkt neben der Dusche in einem weiteren Raum. Wenn also hier einer lang geduscht hat, konnte keiner aufs Klo. Architektonisch vielleicht nicht ganz so praktisch von der Raumaufteilung, aber so war es halt. Das also die Vergangenheit und wo alles herkommt. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in die Zukunft. 1956, wir schauen uns ein Schiff an. Das hier liegt, da sind wir wieder. Und jetzt bin ich mal gespannt, was wir alles zu sehen kriegen. Verloren geht man hier nicht. Boarding beginnt. Wir sind an Bord. Merkt euch mal, wo wir sind. A-Deck. Großgewachsene passen hier mal kurz auf mit dem Kopf. Und dann, hey, Küche, wichtiger Ort. Man darf zwar nicht rein, aber kann reingucken. Da waren die Jenses. Zugange von damals und haben gekocht. Kleinen Spaziergang genossen an der frischen Luft. Kommt man dann wieder rein. Und in Richtung zweite Klasse. Das hier der Ladies Salon für die zweite Klasse, für die Frauen. Hier kann man sich mal kurz setzen, Fernsehen, Zeitschriften lesen, Kinderkleidung falten und sonst ein bisschen chillen. Aber ich glaube, in den 50er, 60er Jahren hieß das noch nicht chillen, oder? Wie hat man damals gesagt? Ausruhen? Entspannen? Hey, Fernseher. Modernste Technik steht hier rum. Die Propellerkabinen, gelegen oberhalb vom Propeller. Deswegen extra viele Vibrationen, extra laut. Hier kamen die Gäste rein, die einfach doof waren. Das finde ich cool. Wieder an der frischen Luft, vorne auf dem A-Deck. Dicke Seile für die Anker und sonstigen Dinge und Befestigungsmöglichkeiten dafür. Und man darf hier wirklich nicht zu groß sein. Ein Arthur hätte hier schon mehrfach Schmerzen am Kopf erfahren. Oh, und guck mal,
Da kommt das Schwesterschiff, die N4F, die hat bestimmt Fisch dabei. Ja, und ich kann hier lustig munter über das ganze Schiff laufen. Gewisse Bereiche sind gesperrt, da darf man nicht rein. Da steht dann Crew Only, so wie zum Beispiel hier in diesen Kabinen. Dieses Schild sagt dann, dass man besser nicht weitergeht, sonst gibt's Ärger. Da geht es aber durchaus zu interessanten Kabinen. Vermutlich geht da nur die Führung lang mit Telefon, Waschbecken, Einzelkabine, sehr luxuriös. Das hier dann schon fast Suite-Format, richtig viel Platz. Und wir gucken mal noch nach hinten am A-Deck, was da noch gibt. Das ist ganz schön laufreich hier. Schlimmer als Sport. Jetzt sind wir an der Küche wieder vorbei und laufen in Richtung Heck des Schiffes. Da wird es ein bisschen verwinkelt, fast wie im Bunker. Oh, und dann geht's hoch. Kopf aufpassen. Steht ein Auto. Au! Dong. Ich sag's gerade noch, Kopf aufpassen und schon scheppert's. Das ist ja cool. Ich war abgelenkt vom Auto. Ja, es ist gefährlich auf Schiffen. Man sollte gucken, wo der Kopf ist und wo die Füße sind. Und nicht die ganze Zeit rumfilmen, Kopf hat Dummy. Habe ich geflucht? Nein. Ob das das Auto vom Captain ist? Habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, dass das Captain-Auto auch auf dem Boot auf der Fähre ist und sogar gewaschen wird während der Überfahrt. War das hier ähnlich? Es gibt auch noch Platz für ein zweites Auto. Ja, und das hier ist das Vordeck, heißt das so? Großer Kran, hier wurde beladen dann. Das hier ist der Ladebereich, wo dann die Ware in den Schiffsrumpf ging. Und wenn wir ganz Backbord laufen, das ist doch Backbord, oder? Ne, wir sind vorne. Uah, fuck. Oh, ich sollte echt gucken, wo ich hinlaufe. Irgendwann haut es mir hier noch böse hin. Ja, hier stehen wir dann ganz vorne. Ich habe mich vertan. Also ich glaube, ihr merkt schon, ich habe wenig Ahnung von Schiffen. Aber ich fahre gerne mit, wenn sie unterwegs sind. Oder bin drauf, wenn sie im Museum stehen. Das ist echt ein geiles Ding. Und nur nochmal so, ne? Es ist Wochentag heute. Ich glaube Mittwoch. Und es ist nichts los. Und die haben das Schiff jetzt nicht wegen mir gesperrt. Und ich turne hier alleine rum. Nein. Ich bin völlig unwichtig. Es ist einfach leer. Es ist herrlich. Super schön. Das Schiff praktisch. Für mich alleine. Oh oh, apropos Schiff. Dieses Schiff hier rostet. Da sollte man aber mal dringend wieder was machen, Mensch. Ist doch schade drum. Dem salzhaltigen Wasser hier sollte man das schnellstmöglichst restaurieren. Sonst gibt es irgendwann Lochfraß. Wir sind wieder beim A-Deck-Schild. Kommen hier an die Rezeption von damals. Schon modern mit Telefon, da steht sogar ein Computer. Und auch wichtige Zahlungsmittel wurden akzeptiert. Wir machen hier keine Werbung dafür, nein, aber ich nutze es auch gerne und häufig. Und ja, Briefmarken gab es damals auch noch oder schon oder irgendwie so. Und ich traue mich hier gar nicht in die Räume zu laufen. Das sieht noch so aus, als wäre das noch voll aktiv und wird hier gearbeitet. Telefon, hier noch die letzten Notizen. Die Ablage hat mal wieder keiner gemacht. Mann, das sieht ja aus wie bei mir zu Hause. Heieiei. Damals gab es auch noch echte Ordner und nicht nur elektronische. Und das riecht noch richtig nach Alt und Boot. Wem die Hütte wohl hier gehörte, habt ihr das gesehen? Steht auf der Tür. Ich hab's gerade wahrscheinlich nicht gefilmt. Waschbecken. Ja, guck an, hä? Die alles und überlebenswichtigen Gummistiefel. Das war damals hier auch schon klar. Tja, und zu diesem jemand gehörte das alles. Ganz schön luxuriös. Wieder im Empfangsbüro an der Rezeption. Alter Philips-Rechner. Ist das geil. Als würden die hier gleich ablegen, ehrlich. Das ist so detailgetreu und real noch gemacht. Die könnten sofort wieder in See stechen. Tja, da sitze ich auf dem Stuhl der Rezeption und warte auf Gäste. Uns kommt keiner. Verstehe ich gar nicht. Ich habe hier alle Zimmerkarten zur Verfügung. Der Rechner läuft. Selbst der Drucker nudelt mit seinen neuen Nadeln. Alles parat. Ich habe hier sogar noch die Angaben für die Mitternachtssonne gefunden. Tja, handgeschrieben. Krass. Tja, aber wenn hier keine Gäste kommen, dann gehe ich halt wieder. Ich setze mir hier nicht die Beine in den Bauch. Oh, Dusche. Fast so groß wie im Joker. Krass. Praktisch auch großes Waschbecken. Bei Seegang trifft man da gut rein. Oder so. Moderne Schließsysteme mit Schlüsselkarte. Und so ein bisschen hat es schon was vom Bunker. Ist zwar ein bisschen besser beleuchtet und auch nicht ganz so gruselig. Und jetzt kommen wir hier nochmal in eine Suite.
Junger Vater, riesig. Kleines Bett aber. Toilette ist mit dabei. Das war hier ganz luxuriös. Gemauertes Bad. Da darfst du aber auch nicht den Fuß dran schlagen. Das Klo ist nicht mehr in Betrieb. Etwas verwinkelter geht's in der Nachbarkabine zugange. Wo da wohl der Kopf liegt, bei dem der Hunde pennt. Jo, weiter. Soweit das A-Deck. Wir laufen runter in den nächsten Stock. Da wird es vermutlich nicht besser. Wir erreichen das B-Deck. Da seht ihr schon, die Platzverhältnisse nicht mehr ganz so üppig. Aber auch für die Bäler gab es eine großzügige Dusche. Wobei das wohl nur eine Fußdusche war, denn unten hängt was, oben nicht. Oder war das eine Badewanne? Nicht wirklich. Jo, und als nächstes kommt dann, es ist also dunkel. So, haben wir kurz den Morgenstern rausgeholt. Läuft wieder. Auch hier WCs. Ihr seht schon, alles nicht mehr ganz so luxuriös, aber immerhin noch vorhanden. Okay, Rauchen gefährdet ihre Gesundheit, ne? Aber da liegt noch was rum. Auf dem Klo rauchen, oh je. Wenn sie geduscht haben, wissen wir, wie haben sie gelebt. Ja, ziemlich beengter Raum. Couch zum Umbauen, Klappsofa praktisch. Aber immerhin eigenes WC, Dusche und Waschbecken. Alles dabei, was es so braucht für den Luxus an Bord. Ja, und so geht das dann hier im gesamten B-Deck weiter. Kommt nochmal Badezimmer und Massendusche und WC. Ja, ne, ist nur WC. Und die Gänge sind lang. Viel zu sehen. Das Sofa kennen wir jetzt schon, ne? Und auch hier in der B-Klasse gab's alles, was es braucht, wenn man das nötige Kleingeld hatte. Was übrigens sehr lustig ist, aus manchen Räumen kommen Geräusche, Gespräche auf Deutsch oder auf Englisch, als wäre man tatsächlich auf dem Boot und das noch in Betrieb. Danebenan schreit gerade einer rum. Dusche mit den Gesprächen der Nachbarn. Und ihr seht schon, je weiter man nach hinten kommt, desto rudimentärer die Unterbringungsmöglichkeiten. Das sieht fast schon nach Krankenhausbetten aus, wenn ihr mich fragt. Und auch hier hinten Stockbett. Zu viert in dem kleinen Raum. Ja, da brauchst du schon ein bisschen gute Nerven. Und musst dich mögen. Ist wie im Camping. Soweit also das B-Deck. Könnt ihr noch oder habt ihr schon genug? Hilft nichts. Wir müssen jetzt auch noch weiter runter. In den Keller. Oder noch nicht ganz. So without